SpaceX hat den zweiten voll integrierten Starship Super Heavy Test Flug, auch bekannt unter dem Namen IFT-2, durchgeführt und kann einen vollen Erfolg verbuchen. Alle insgesamt 39 Triebwerke haben gezündet und das primäre Ziel der Mission, nämlich die Stufentrennung, wurde erreicht. Nach dem bilderbuchartigen Aufstieg der Rakete und der Stufentrennung hat der Booster die Kontrolle und nach alle Triebwerke verloren und hat sich deswegen selbst zerstört. Warum die Selbstzerstörung auch als voller Erfolg zählt, klären wir später genauer. Das Schiff selbst feuerte für die geplanten rund 6 Minuten, aktivierte aber nach der Abschaltung seiner Triebwerke ebenfalls den Selbstzerstörungsmechanismus. Im Morgengrauen des 18. November 2023 startete Starship von Starbase in Texas zu seinem zweiten vollintegrierten Testflug. Die erste Reaktion der Presse war: Musks Megarakete explodiert erneut. Ja, ist nicht völlig unrichtig, ist aber nicht einmal die halbe Wahrheit. Das primäre Ziel dieser Testmission war es, bis zur Stufentrennung zu kommen. Das haben sie geschafft und alles, was danach gekommen ist, war noch Bonus. Denn nach wie vor befindet sich Starship in der Entwicklung und viele Dinge an dieser Rakete sind bislang noch nie unter Realbedingungen getestet worden. Selbst die Stufentrennung ist erst nach dem letzten Testflug im April dazu gekommen. Die Fluglizenz bzw. die angekündigten Straßensperren ließen im Voraus darauf schließen, dass der Startversuch für das Wochenende vom 17. bis 19. November 2023 jeweils am frühen Nachmittag mitteleuropäischer Zeit angesetzt war. Allem Anschein nach hat SpaceX am Donnerstag, also am Tag vor dem erstmöglichen Startfenster, noch Probleme an den Gridfin-Motoren des Super Heavy Boosters ausgemacht. In voller SpaceX-Manier haben sie dann just einen Konvoi in Richtung Startgelände geschickt, um einfach mal so das Schiff vom Booster herunterzunehmen, den Hot Staging Ring vom Booster zu entfernen und dann 3 der 4 Gridfin-Aktuatoren auszutauschen. Wir kommen gleich dazu, was der Hot Staging Ring ist, das ist nämlich richtig cool. Bis zum Morgengrauen des 18. November war dieser besagte Hot Staging Ring wieder auf dem Booster und das Schiff obendrauf. All das natürlich mit Hilfe des Mechazilla-Turmes, worauf wir heute aber nicht näher eingehen werden. Aber wenn dich die Bodenanlagen, auch bekannt als Stage 0, mehr interessieren, dann habe ich genau das richtige Video für dich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Am 18., also am Samstag, öffnete sich das Startfenster um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit und war mit 20 Minuten angesetzt, was ziemlich eng ist. Nicht zu eng, wie sich zeigte. Der SpaceX-Stream ging etwa eine halbe Stunde vor dem Start auf der Plattform X, ehemals Twitter, live und hat uns mit unglaublichen Bildern verköstigt. Der Countdown zählte ohne großes Theater herunter. Bei T-40 Sekunden war ein eingeplanter Hold, nur um noch ein letztes Mal das Go vom Launch Director abzuholen. Das dauerte nur einige Sekunden und die Uhr zählte weiter Richtung T-0. 5 Sekunden vor der Zündung der Triebwerke starteten das Firex und das Deluge-System. Erkennbar an diesen Wassermassen, die hier und hier herausschießen. Der erste Versuch hat den Bereich unter dem Startplatz ungeplanterweise etwas umgegraben. Das ist gut hier auf diesem Vergleichsfoto von RGV Aerial Photography zu erkennen. SpaceX hat seither den Betonklotz mit einem Kühlsystem ersetzt. Dieses System kannst du dir wie einen umgedrehten Duschkopf vorstellen. Dieser Duschkopf kann bei Starts über 1 Million Liter Wasser mit über 200 Bar in das Raptor Höllenfeuer schießen. Dieser hohe Druck ist notwendig, damit die Flammen nicht in die Öffnungen vordringen und dieses System von innen heraus grillen oder in die Luft jagen. Die Stahlplatte selbst ist innen hohl, damit dort auch noch Wasser durchfließen kann. Das hilft dabei, die Stahlplatte vor Überhitzung zu schützen. Aber zurück zum Countdown. Bei T-2 Sekunden zündeten die ersten 8 der 33 Super Heavy Triebwerke. Einen Sekundenbruchteil später waren weitere 5 Raptor 2 Triebwerke an. Damit waren die inneren 13 Triebwerke vollständig in Betrieb. Das sind übrigens alle Triebwerke, die über eine elektrische Schubvektorsteuerung verfügen. Die äußeren sind alle fix und können nicht steuern. Bei T-1 Sekunde zündeten diese 14 Triebwerke des äußeren Ringes. Schau dir mal an, welche dieser Triebwerke an sind. Das sind 4 Gruppen zu je 3 Triebwerken an. Hier sind aber 2 Triebwerke nebeneinander noch nicht an. Dieses Triebwerk scheint seinen Einsatz ein wenig verschlafen zu haben. Aber das könnte auch geplant gewesen sein. Die letzten 5 Triebwerke liefen noch immer nicht, als bei T-0 die ersten Flammen unter dem Booster zu sehen waren. Die 33 Raptor-Triebwerke feuerten für etwa 4 bis 5 Sekunden, bevor die erste Bewegung zu erkennen war.
Von dort ging es wortwörtlich bergauf. Dieses Vorgehen, dass man nicht alle Triebwerke gleichzeitig zündet, hat mehrere Gründe. Einerseits stellt man so sicher, dass alle Triebwerke genug Treibstoff aus den Tanks bekommen. Andererseits minimiert man so die Belastung auf das Vehikel selbst und die Startanlagen. Vielleicht bilde ich es mir ein, vielleicht ist es die Perspektive, aber es erscheint mir so, als wäre die Rakete schon jetzt ein wenig vom Startturm weggekippt. Aber viel subtiler als letztes Mal. Ob es dieses Mal beabsichtigt war, weiß ich aber nicht. Erst als die Durchsage kam, dass die Rakete in Flugrichtung gekippt war, konnten wir uns dessen sicher sein, dass es sich hier um keine optische Täuschung handelt. Was hier aber schon bemerkenswert ist, ist die Farbe der Abgasstrahlen, die auf die Unmengen an Wasser treffen. Während die Wolke letztes Mal viel dunkler und mit hausgroßen Betonklötzen geschmückt war, war die Wolke bei IFD 2 viel heller, sauberer und frei von erkennbarem Geröll oder sonstigen Dingen, die da potenziell herumfliegen könnten. Das meiste, was hier zu sehen ist, ist dieses Mal tatsächlich Wasserdampf. Was beim ersten Flug die Abgaswolke so dunkel gemacht hat, waren nicht die Abgase selbst, sondern der Staub und Beton, den sie aufgewirbelt haben. Die Abgase von sogenannten Metalox-Triebwerken sind recht sauber und vor allem nicht so dunkel. Jedenfalls klärte die Rakete den Startturm bei T plus 10 Sekunden. Obwohl die Beschleunigung hier noch recht gering ist, zeigt die Anzeige hier bereits 124 km/h. Im Gegensatz zum ersten Versuch schafften sie es dieses Mal, alle 33 Triebwerke anzuwerfen. Das allein stellt einen gewaltigen Erfolg für SpaceX dar, denn das haben sie beim letzten Mal nicht geschafft. Und alle blieben auch tatsächlich bis zur Stufentrennung an. Noch einmal zur Erinnerung, die Stufentrennung war das Ziel dieser Mission. Aus mehreren Gründen nämlich. Zum einen haben sie diesen Meilenstein beim letzten Flug nicht erreicht. Zum anderen haben sie dieses Mal ein sogenanntes Hot-Staging-Manöver durchgeführt, um die Oberstufe von der Unterstufe zu trennen. Dieses Manöver kann die Effizienz der Rakete bis zu 10% steigern, laut Elon Musk. Aber bevor wir dazu kommen, musst du noch diese Perspektive sehen, die Elon kurz nach dem Start gepostet hat. Sieh dir diese Schallwellen an, die hier zu erkennen sind. Das ist der Wahnsinn! Starship ist mehr als doppelt so mächtig wie die US-amerikanische Mondrakete Saturn V aus den 70ern. Aber auch doppelt so mächtig wie ihr Nachfolgemodell SLS. Laut der Timeline, die SpaceX im Vorhinein veröffentlicht hatte, war es geplant, bei T plus 52 Sekunden den Moment der größten aerodynamischen Belastung oder kurz Max-Q zu erreichen. Diese Durchsage, dass sie Max-Q erreicht haben, kam aber erst bei T plus 1 Minute und 7 Sekunden. Kann natürlich einfach verzögert angesagt sein oder sie haben nicht ganz so schnell beschleunigt wie im Optimalfall. Aber nichts Tragisches soweit. Was schon etwas tragischer ist, sind diese weißen Stellen hier auf der Unterseite der Oberstufe. Denn all diese weißen Stellen indizieren herausgefallene oder beschädigte Hitzeschutzkacheln. Zach Golden hat noch bemerkt, dass sich die ausgefallenen Kacheln besonders bei den Schweißnähten clustern. Zach meint noch, dass das nicht unbedingt überraschend kam für SpaceX, denn bei dem Kandidaten für den nächsten Flug, S28, hat SpaceX jede einzelne Kachel mit einem Saugnapf auf Haftung überprüft. Dies wurde bei S25 nicht durchgeführt und infolgedessen fehlen viele Kacheln entlang der Schweißnähte. Wenn wir uns diese Aufnahmen von NASA's Spaceflight ansehen, siehst du, was ich am Anfang angedeutet habe, dass die Abgase der Raptor-Triebwerke ziemlich sauber sind. Wenn wir genauer schauen, sehen wir auf diesen Aufnahmen die Schockwellen und doch einige kleinere Stücke Müll, Geröll und ein paar andere Sachen. Aber es ist schon viel besser als beim letzten Mal. Dieser Kameraschwenk von Everyday Astronaut zeigt, dass dieses Mal keine Kameras umgefallen sind. Das bedeutet, dass da wirklich keine gröberen Mengen an Schutt und Asche herumgewirbelt wurden. Diese kleinen Nebelschwaden, die aus dem Triebwerksbereich kommen, sind von der eingebauten Feuerlöschanlage. Denn während früherer Tests hat man festgestellt, dass immer irgendwo kleinere Mengen an Treibstoff austreten und Brände im Triebwerksraum verursachen. Dieses Mal hat man das Problem mit einem eigenen System in den Griff bekommen. In Zukunft dürfen die Triebwerke einfach nicht mehr brennen, wenn sie feuern. Klingt nach einem Oxymoron, ist das aber nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Sag du es mir in den Kommentaren. Übrigens, es ist fast wortwörtlich unglaublich, welchen Aufwand die Community betrieben hat, um gute Bilder dieses Starts zu bekommen. Sieh dir mal diese Aufnahme von Jack Bayer von vor dem Start an. Wirklich verrückt, was da für Liebe und Arbeit hineingesteckt wurde. Aber zurück zum Flug. Während des gesamten Aufstiegs der Erststufe ist, abgesehen von den abgefallenen Hitzeschutzkacheln, nicht besonders viel passiert. So werden die regulären Starts in Zukunft auch aussehen.
Zumindest die ersten Minuten. Bei T plus 2 Minuten und 29 Sekunden werden die Engine Chill Vents zwischen Erst- und Zweitstufe erkennbar. Kurz bevor Raptor-Triebwerke angeworfen werden, müssen sie nämlich mit dem kryogenen Treibstoff aus den Tanks gekühlt werden. 10 Sekunden später beginnt das Hot Staging, das ich vorhin erwähnt habe. Es ist genau so abgelaufen wie geplant. Bei etwa 5600 km/h wurden 30 der 33 Booster-Triebwerke sequenziell abgestellt. Zuerst die Triebwerke des äußeren Ringes und dann nach und nach im Laufe der nächsten Sekunde die des mittleren Ringes. Während des Hot Stagings bleiben die innersten drei Raptoren an, um weiterhin gegen die Erdanziehungskraft zu kämpfen. Gleichzeitig werden die drei Häken gelöst, die das Schiff auf dem Hot Staging Ring halten, und die Oberstufen-Raptoren beginnen ihre Zündung nacheinander. Zuerst zwei vakuumoptimierte Raptoren, dann der dritte RVAG und dann erst die meereshöhenoptimierten Raptoren. Dieses Manöver erfordert diesen löchrigen bzw. perforierten Ring. Denn die Oberstufe sitzt noch auf dem Booster, als die Oberstufentriebwerke feuern. Hier ist auch wunderbar zu erkennen, wie diese Abgase aus dem Hot Staging Ring entweichen. Wahrlich ein Spektakel! Das Ganze hat keine 10 Sekunden gedauert, bis erkennbar war, dass sich die beiden Stufen voneinander entfernen und der Booster wieder mit dem Hochfahren der Triebwerke begonnen hatte. Die Oberstufe hat an diesem Punkt die etwa 6-minütige Zündung der Triebwerke begonnen. Der Booster hatte seine Aufgabe bravourös gemeistert. Jedoch ging es von da an bergab für ihn. Geplanterweise hätten alle Triebwerke des mittleren Ringes wieder gezündet und der Booster hätte versucht, eine weiche Landung im Golf von Mexiko hinzulegen. Aber es war schnell zu erkennen, dass eines der Triebwerke gar nicht erst wieder gezündet hat. Ein weiteres fällt wenige Sekunden später aus und dann geht es Schlag auf Schlag. Es fallen immer mehr Triebwerke aus, bis der Booster die Kontrolle völlig verliert und die automatische Selbstzerstörung aktiviert wird. Hier drei Punkte, die du darüber wissen solltest. Erstens ist wunderbar zu erkennen, dass der Booster die Drehung nicht ganz so elegant hinlegt wie geplant und versucht mit Lageregelungsdüsen seinen Kurs zu korrigieren. Aber an diesem Punkt ist er schon viel zu spät und die verbleibenden Triebwerke liefern nicht mehr genug Schub, um den geplanten Pfad zurück zur Meeresoberfläche zurückzufliegen. Zweitens erkennst du, dass zuerst einiges im Triebwerksraum schief geht und dass die Zündung des sogenannten Flight Termination Systems oder kurz FTS von hier aus startet. Das war etwas, das beim letzten Flug nicht so gut funktioniert hat. Und der dritte Punkt hat mit der FAA zu tun. Die FAA nämlich, die US-Luftfahrtbehörde, hat sicher gerne gesehen, dass dieses Sicherheitssystem einwandfrei funktioniert hat. Denn sobald diese Rakete den geplanten Flugkorridor verlässt, muss sie gesprengt werden, um niemanden in Gefahr zu bringen. Zwischen der Stufentrennung und der Sprengung des Boosters sind ziemlich genau 30 Sekunden vergangen. In den 2 Sekunden vor der FTS-Aktivierung waren noch mehrere Explosionen im Triebwerksraum zu erkennen, bevor die Sprengung dann tatsächlich vorgenommen wurde. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man sogar, dass da ein paar Fragmente hinausgeschleudert werden. Was genau zum Verlust der Unterstufe geführt hat, ist zurzeit noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit hat es nicht zuletzt auch mit dem Hot Staging zu tun. Denn das könnte dazu geführt haben, dass der Booster schneller rotiert als geplant und somit der Treibstoff nicht gleichmäßig zu allen Triebwerken gelangen konnte. Wenn das der Fall ist, dann kann man das in zukünftigen Flügen relativ leicht ausbügeln. Scott Manley meint auch auf X, während des Hot Stagings fällt die Geschwindigkeit des Boosters für einen Moment rapide ab, schneller als durch die Schwerkraft erklärt werden kann. Wenn dies zutrifft, hat der Booster für einen Moment eine negative G-Belastung und Treibstoff hob möglicherweise vom Boden des Tanks ab. Es ist sehr kurz, aber immer noch eine größere Verzögerung, als ich erwartet hatte. Wir werden wohl genaueres erfahren, sobald alle Daten ausgewertet sind. Die Oberstufe feuerte für etwas weniger als die geplante Zeit von ca. 6 Minuten bis zur 8 Minuten Marke. Da wurden alle 6 Triebwerke abgedreht. Das ist bei ziemlich genau 24.000 km/h und einer Höhe von 148 km passiert. Danach ist eine kleine Wolke zu erkennen. Bisher wissen wir nicht, was da genau passiert ist, aber hier haben die Bodenanlagen den Kontakt zum Prototypen verloren. Es wird im Moment noch angenommen, dass das Schiff ebenfalls nicht im exakt vorberechneten Flugkorridor war und es sich daher vor Abschluss der Zündung selbst zerstört hat. Wenn dem so wäre, dann wäre das auch ein großer Erfolg. Denn der Korridor geht über die Straße von Florida ganz knapp bei bewohntem Gebiet vorbei. Da sollte man nichts riskieren. Jonathan McDowell hat diese Satellitenbilder auf X gepostet, die den Wiedereintritt von Starship-Fragmenten erkennen lassen. Zum Vergleich, hier wäre die geplante Flugbahn gewesen.
Ein anderer X-User hat dieses Video gepostet, das angeblich Starship-Fragmente beim Wiedereintritt über Puerto Rico zeigt. Dafür gibt es keine Bestätigung von offizieller Seite, aber wenn die Aufnahme wirklich am Morgen des 18. November an der Nordküste von Puerto Rico entstanden ist, dann ist es durchaus möglich, dass es sich hierbei um Starship-Teile handelt. Auch der Meteorologe Brandon Mitscheff postete diese Satellitenaufnahmen vom Start. Selbst wenn die erreichte Geschwindigkeit und Höhe keine volle orbitale Flugbahn ergeben haben, so hätte das doch ausgereicht, um zumindest beim Wiedereintritt vernünftige Daten sammeln zu können. Vorgesehen war ein Flug über den Golf von Mexiko durch die Straße von Florida über den Südatlantik, dann über Namibia, Botswana und Südafrika drüber und südlich an Madagaskar vorbei. Weiter geht es über den Indischen Ozean bis nach Indonesien in Richtung Pazifik. Über den Pazifik hätte der Wiedereintritt begonnen und geplant war es, ein paar hundert Kilometer nördlich von Hawaii hart zu wassern. Die Oberstufe hätte nur den Wiedereintritt mit dem Hitzeschild vorwärts versucht, aber hätte die Triebwerke nicht mehr angeworfen. So bleibt immerhin etwas fürs nächste Mal übrig. Und jetzt noch ein paar herrliche Schmankerl für dich. Du kennst ja die coolen Machtdiamanten der Raptor-Triebwerke. Rate mal, was passiert, wenn man 33 Raptoren bündelt. Genau, man erhält einen Mega-Abgasstrahl mit Mega-Machtdiamanten. Und auch wenn das extrem cool aussieht, muss ich das schon noch dazu sagen, dass Machtdiamanten entstehen, wenn das Expansionsverhältnis des Triebwerks in Frage nicht optimal ist, beziehungsweise in der jeweiligen Höhe nicht optimal ist. Also in anderen Worten ausgedrückt, sind Machtdiamanten ein Zeichen von Ineffizienz. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht dein Herz gebrochen. Um noch beim Abgasstrahl zu bleiben. Ich habe nur zum Spaß ungefähr ausgerechnet, wie lange dieser war. Wir wissen, dass der gesamte Stack samt Hot Staging Ring ca. 123 Meter hoch ist. Dann können wir darauf schließen, dass der Abgasstrahl mehr als 370 Meter lang war. Bevor wir uns jetzt die Schäden an der Infrastruktur ansehen und was jetzt nach dem Flug passiert, möchte ich dir noch diese Aufnahmen von Jack Beyer von NASA Spaceflight zeigen. Diese Aufnahmen vom Booster sind bisher meine Lieblingsaufnahmen dieses Fluges. Sieh dir mal dieses Spektakel an, wenn das FTS zündet. Übrigens auch Everyday Astronaut, What About It und viele andere haben Wahnsinns-Content erstellt. Kann ich euch allen stark ans Herz legen. Besonders die Fotos von John Krause und SpaceX sind extrem schön und atemberaubend. Rund eine Stunde nach dem Start, als Thorsten Hartzner und ich noch mitten in der Ad-Hoc-Analyse waren, hat der Sheriff die Straße für die ersten Crews geöffnet. Das ist ein sehr gutes Zeichen, da das zeigt, dass keine Treibstoffleitungen oder Tanks beschädigt sind. Kurze Zeit später tummelten sich wieder Mitarbeiter auf dem Testgelände. Alles wurde natürlich leicht angekokelt, aber es sind keine besonders dramatischen oder auffälligen Schäden entstanden. Hier noch einmal der Vergleich von RGV Aerial Photography, wie es nach dem ersten und dem zweiten Start ausgesehen hat. Die wassergekühlte Stahlplatte hat anscheinend ganz ordentlich funktioniert. Der Turm hat den Start fast unversehrt überstanden. Nur der Booster-Versorgungsarm hat Schäden davongetragen. Das sollte aber ein leichter Fix für SpaceX sein. Also, was bedeutet das alles jetzt ganz konkret? Nun, da nicht alles zu 100% nach Plan verlaufen ist, löst dieser Testflug jetzt eine erneute Untersuchung der FAA und anderer zuständiger Behörden aus. Was super wichtig ist, denn diese Untersuchung würde SpaceX selbst genauso durchführen, da es in ihrem Interesse ist, herauszufinden, was da ganz genau schiefgelaufen ist, damit man das für den nächsten Flug ausbessern kann. Anzumerken ist noch, dass bei diesem Flug Raptoren der zweiten Generation, also Raptor 2 Triebwerke, zum Einsatz gekommen sind. Obwohl diese wesentlich leistungsstärker und effizienter sind als die Raptor 1 Triebwerke, die beim ersten Test geflogen sind, sind sie doch noch immer weniger leistungsstark und verlässlich als die Raptor 3 Triebwerke, an denen SpaceX gerade arbeitet. Also, wir werden in Zukunft eine starke Steigerung der Verlässlichkeit des Gesamtsystems sehen. Nach dem letzten Testflug hat SpaceX 63 Punkte identifiziert und ausgebügelt und die dazugehörige Untersuchung der Behörden hat etwa 7 Monate gedauert. Dieses Mal werden es wesentlich weniger Punkte sein, die verbessert werden müssen und die ersten Schätzungen sagen, dass wir bereits im ersten Halbjahr 2024 mit dem nächsten Flug rechnen können. Eventuell sogar im ersten Quartal 2024. Habe ich etwas verpasst? Habe ich einen Fehler in meiner Analyse? Lass es mich in der Kommentarsektion wissen. Ein großer Dank geht an alle Mars-Chroniken-Supporter. Wenn du Mars-Chroniken auch unterstützen möchtest, dann findest du natürlich alle Infos zu Patreon, Kanalmitgliedschaften und so weiter unten in der Videobeschreibung. Ein Like und Abo sind jedenfalls kostenlos und helfen auch enorm. Vielen Dank!
Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.